Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist Weihnachten, also wünsche ich euch allen eine frohe Weihnachten. Ich wollte eigentlich jetzt gerade eine Kerze anmachen, aber ich habe kein Feuerzeug. Ich bin ja Nichtraucher und dann habe ich kein Feuerzeug. Das ist jetzt blöd. Ja, ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen schönen Tag gehabt und vielleicht habt ihr schon was gegessen. Ich hätte ja gerne heute Kartoffelsalat gehabt mit Würstchen, aber bei meiner Familie gibt es heute Schnittchen. Und ja, ich fand das Wetter heute total warm für Weihnachten. Ich glaube, wir hatten 15 Grad und es war ekelhaft warm. Gut, ich gehe jetzt gleich zu meiner Familie, Eltern, Bruder und ja, werde ein bisschen Weihnachten feiern. Aber vorher wollte ich euch ein paar Weihnachtskarten zeigen, die ich aus Estland bekommen habe. Einmal diese hier. Und ja, da steht dann drauf: Torti, ich wünsche dir fröhliche Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Das ist von der Lina und Tavi. Ja, die Lina ist eine Freundin von mir und Tavi ist ihr Freund. Eine sehr gute Freundin von mir. Und die Karten zeige ich euch jetzt mal. Ups, das wäre mir fast hingefallen. Ist zwar ein bisschen dunkel jetzt, aber ich hoffe, ihr kennt es trotzdem. Dann habe ich hier frohe und schöne Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. PS, hoffentlich sehen wir uns im neuen Jahr. Lieber Torti. München Mari und Jana, Dezember 2012. Ja, die Mari war mal eine sehr gute Freundin von mir. Das ist wegen einem Zwischenfall im letzten Jahr nicht mehr so gewesen, aber zurzeit verstehen wir uns wieder gut. Und darum kommt es ja darauf an. Dann haben wir diese Karte hier. Liebe Thorsten, das soll lieber heißen. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr. Liebe Grüße, Trin, Estland 2012. Ja, die Trin, die ist auch eine ganz liebe Freundin von mir. Macht zwar oft Fehler, die ich nicht verstehe, aber naja, das ist ihr Leben. Ich kann ihr nur sagen, soll es nicht tun, aber gut. Dann diese Karte hier von der Helen. Das ist übrigens die estnische Universität in Estland, in Tartu, die erste, die älteste auch. Und die Engelsbrücke. Erkennt man, glaube ich, jetzt nicht so gut. Halt, da ist die Adresse noch von mir drauf. Das könnt ihr jetzt gar nicht lesen, weil es das auf Estnisch ist. Da steht: Lieber Thorsten, beende das alte Jahr schön und hab ein frohes Weihnachten. Sehr liebe Grüße aus Estland, Helen. Ja, das waren die Karten, die ich bekommen habe aus Estland. Da kommt noch welche bestimmt. Ich habe dieses Jahr leider nicht so viele verschickt, muss ich sagen. Ich habe es total verpeilt. Ich hatte auch sehr viel Stress mit der Arbeit. Aber das hole ich dann nach zum Geburtstag. Die Leute wissen das, dass ich. Eigentlich ist es Tradition, dass ich auch immer Karten verschicke. Habe ich aber dieses Jahr sehr wenige verschickt. Und dann habe ich auch viele vergessen. Wegen der Arbeit. Naja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ja, das war jetzt mein erster Teil. Aber das Video wird zusammengeschnitten. Ich habe noch ein paar Ideen. Ich möchte gleich was filmen. Ich möchte ein paar Dinge filmen. Und ja, ich gehe jetzt zu meinen Eltern. Vielleicht mache ich auch da noch so ein Unboxing heute. Wir sehen es dann. Vielleicht seht ihr das Video heute noch am Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt erstmal allen schöne Weihnachten. Bedanke mich bei allen meinen Abonnenten, die mir bis jetzt die Treue gehalten haben. Auch wenn die Klickzahlen mal auf, mal abgehen. Ich bedanke mich bei allen, die meine Videos gucken, mir die Treue halten. Und ja, schön. Das macht mir immer noch Spaß, YouTube. Und ich hoffe, es wird so bleiben. Und wir werden uns noch im nächsten Jahr sehen. Ach, das erzähle ich euch am Ende des Videos. Aber vielen Dank für eure Treue und Kommentare und Ratschläge und Vorschläge und positives Feedback. Ihr seid tolle Abonnenten. Ich habe nicht die meisten auf YouTube, aber ich habe die besten. Das wollte ich mal sagen. Und jetzt sage ich erstmal auf Wiedersehen. Tschüss. So, YouTube, jetzt sind wir wieder auf Sendung und das ist der Weihnachtsbaum meiner Eltern. Keine Sorge, das ist ein Plastikbaum. Wenn es ein echter Baum wäre, wäre ja auch nicht schlimm, den kann man ja im Zoo abgeben. Den essen ja gerne Elefanten, die Nadeln hat, glaube ich. Dahinter sind die Geschenke, da dürfen wir nicht dran. Ich weiß nicht, was ich bekomme, aber ich lasse mich überraschen. Und ja, mein Bruder ist auch neben mir. Du wirst vermisst. Ja. Ja. Von wem? Von den Abonnenten. Aha, hi. Du bist der, er ist der ehemalige, jetzt noch nicht, weil er war mein Kameramann. Der Unpacking-Man, der ist auch irgendwo im Haus, aber wir zeigen den dann irgendwo mal. Vielleicht fällt mir was ein, vielleicht will er ja gesehen Ein werden. Mann. Schnaps war. Ja, gut, das ist das erstmal von uns. Wir sind dann gleich wieder irgendwo mal da. Tschüss. Tschüss.
Hi YouTube, das ist heute das Essen, was der Galvatron zu essen kriegt. Ich wundere mich selber, weil eigentlich essen wir Kartoffelsalat. Warum gibt es eigentlich keinen Kartoffelsalat? Und Wurst? Weil wir heute mal was anderes machen. Ist doch egal, Thorsten, es gibt was zu fressen, Mann! Sieht doch alles toll aus hier. Oh, meine Hand, die Hand, nicht meine Hand vor drauf. Eier, Schnittchen mit Lachs. Oh, Lachs. Danke, Mrs. F. Und Frikadellen und Schnittchen, all das sieht doch toll aus hier. Also ich freue mich. Kennen Sie mich doch, Sie kennen mich doch, Frau F, oder? Mrs. F. Die ist schüchtern, die Frau. Die ist ein großer Fan von mir. Und Thorsten hat wieder seine Hand auf meinen Hintern. Der ist bestimmt Schwarz. Ja, frohe Weihnachten, da wünsche ich euch. Und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Tschüss. Ja, das war der Anpacken, wenn ich jetzt weg. Wird schon schmecken. Meine Mutter kann eigentlich gut kochen. Wobei, das ist jetzt kein Kochen, aber ist auch lecker. Und ja, Auge isst ja mit. Hast du gut gemacht, Mama. Ja. Ja, die sagt nichts. Die schämt sich noch. Das hatte ich damals auch. Da war ich nervös, wo ich YouTube angefangen habe. Heute mache ich das mit links. Muss man nicht nervös sein. Sind auch nur Menschen wie du und ich. Muss ich wieder drauf drücken? Ja. Also, wenn du endest, kannst du auch nicht. Ja, gut, ich sag jetzt auch mal schön. Mal gucken, gleich mache ich schon mal einen Schnitt rein. Okay, tschüss. Ja, Paris oder Frankreich? Das war eine Schuhe. Wie viel Zeit wir werden kommen, weil ein Topf. Wie viel Zeit wir haben, ja, Hallo YouTube, wir haben jetzt ein bisschen später, ich glaube kurz vor 12. Und hier seht ihr den Tiger. Ich dachte, ich filme den mal. Ist eigentlich ein ganz lieber, aber der kann auch ganz frech sein. Mehr Tiger. Ja, du bist ein Feiner. Ja, ich dachte, ich zeige ihn euch mal. Hat jetzt zwar nichts mit Weihnachten oder so zu tun, aber naja. Komm her, Tiger. Ja, wollte ich euch nur mal zeigen und ja. Ich werde später eventuell noch ein Unboxing dazu drehen, also später zu meinen Geschenken und dann werde ich das zusammenschneiden, werdet ihr dann sehen. Na komm mal hier. Ja, der schnurrt richtig, hört ihr das? Ja, wollte ich nur mal sagen, schon, dass es im Hintergrund ein bisschen lauter ist, aber die hören gerade ja keine Weihnachtslieder mehr. Aber naja, gut, wollte ich nur sagen. Tschüss. Hallo YouTube, wir gehen jetzt nach Hause, beziehungsweise ich begleite noch ein Stück meinen Bruder oder wir begleiten noch ein Stück meinen Bruder. Hallo, ihr seht mich zwar nicht, aber es ist sehr dunkel, aber ja, wir gehen jetzt nach Hause, war echt lecker und ich habe auch ein bisschen getrunken, ja, aber das sollte man nicht so übertreiben. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber geht schon, ich bin ja cool. Und ja, wir begleiten jetzt den Bruder von den Galvatrons ein Stück und dann trennen wir uns gleich und ja, dann machen wir noch ein Unboxing, beziehungsweise er macht es allein, ich bin hundemüde oder bärenmüde. Ja, das ist sehr dunkel, wie ihr seht. Ich glaube, ich spüre Geister. Nein, Vom Scherz. Auto. Ja, mir doch egal. Halt mal drauf. Ich zoome mal ran, Thorsten. Es kommt auf euch zu. Naja, also ich sag schon mal gute Nacht. Und, aber hier ist Licht, man kennt mich hier. 10 vor 1, ne? Ja, 10 vor 1 haben wir. Und ja, ich sag schon mal gute Nacht. Und der Thorsten macht gleich noch ein Unboxing mit euch. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Demnächst gibt es auch wieder Unboxing mit mir und ich sag schon mal Tschüss. Ja, ich sag dann auch schon mal erstmal Tschüss, weil ich heute noch in Unboxing reden würde. Und mein Bruder, der sagt jetzt auch schon mal gute Nacht. Bye bye. Der sagt bye bye. Tschüss. Hallo YouTube, ich bin jetzt mal zu Hause angekommen. Also wenn es geklappt hat, habe ich ein Video zusammengeschnitten, wo ihr kurz ein paar das Essen vom Weihnachten sieht, was wir hatten. Also diese Schnittchen, den Unpacking-Bär habt ihr kurz gesehen. Mein Bruder habt ihr kurz gehört, wo wir nach Hause gegangen sind. Und ja, ich zeige euch jetzt mal ein paar Geschenke, die ich bekommen habe. Also auch viel Süßes habe ich bekommen. Hier Toffifee, Ferrero Küsschen, Rocher und ja, Duplos, glaube ich, sind da noch drin. Ja, und drei Spiele. Wobei, da sollen vier Spiele sein. Eins ist aber noch nicht angekommen. Das kommt aus England. Ich weiß nicht, wann es ankommt. Das reiche ich dann aber nach. Den Apakimer, der ist ins Bett gegangen. Der hat zu viel Rotwein getrunken. Und ja, dann unboxen wir jetzt noch hier drei Spiele. Wir haben jetzt, glaube ich, kurz vor drei. Wir haben, glaube ich, 2:55 Uhr. Also 2:05 Uhr vor drei, also in der Nacht.
Und wir unboxen jetzt für die PlayStation 3 Medal of Honor Warfighter limitierte Edition mit der Battlefield 4 Beta, Form 1 2012 und Family Guy zurück ins Multi-Universum. Die zwei PS3-Spiele gibt es auf die Xbox 360 und das Xbox 360-Spiel gibt es auch für die PS3. Ja, ich sag mal so, Weihnachten sind immer stressig, muss ich sagen. Aber war schon ganz nett, auch ein bisschen laut und auch ein bisschen Alkohol ist geflossen. Ja, war aber sonst schön, muss ich sagen. Und ja, ich habe es euch noch nicht gesagt, und zwar komme ich jetzt wieder Besuch und dann bin ich mal einen Tag auch nicht zu Hause. Also ich werde jetzt heute am ersten Weihnachtstag noch ein Video freigeben und auch noch, also das hier, wenn ich es fertig habe, und dann werde ich auch noch kommentieren und bewerten, und ab morgen werde ich wahrscheinlich bis zum 2.1. nicht online sein, weil ich Besuch habe und Neujahr feiern werde, und deswegen werde ich dann erstmal nicht online sein. Mal gucken, wie ich es hingekriegt habe mit dem Schneiden. Ich hoffe, es klappt alles so, wie ich es vorstelle. Aber jetzt unboxen wir endlich mal. Fangen wir mit dem Xbox 360-Spiel an. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind okay. Family Guy. Hier ist Stewie und das ist Stewie und das ist, wie hieß der nochmal? Ich weiß es ganz gar nicht, der Hund. Aber ich gucke Family Guy 1 ziemlich oft im Fernsehen. Ich mag die Serie. Ich finde es schade, dass der Activision nicht die deutschen Synchronsprecher genommen hat. Aber na gut. Vielleicht macht das Spiel ja trotzdem Spaß. Die Griffins stehen am Rande der Zerstörung. Bekämpfe Bertram auf deine Art. Kämpf dich durch eine verrückte Welt, wie sie nur von den Autoren der Serie stammen kann. Stell dich durchgeknallten Gegnern im Kooperations- und Mehrspielermodus. Ja, die Kamera stört also das nicht. Xbox 1 bis 4 Spieler. Spielstände je 1 MB. HDTV 720p bis 1080p. Spiel, Dolby Digital unterstützt Xbox Live herunterladen Spielinhalte. Ja, mal gucken. Ich habe hier schon ein bisschen angeritzt. Das war ein bisschen doof, weil das war im Geschenkpapier und ich habe nur das Geschenkpapier ausgepackt und gesagt, nee, ich muss das noch im Video auspacken. Das Spiel ist übrigens von Activision und ist ab 16 Jahren. Ja. Wie das ist, weiß ich gar nicht. Ich habe mir jetzt auch keine Bewertung oder so angeguckt, aber es ist Family Guy und Family hätte ich mir jetzt auch so gekauft. So, die Disc ist schlicht. Eine Anleitung ist enthalten. Mal gucken, ob es. Die ist nicht dünn. Dick, meine ich. Entschuldigung. Ein paar Bildchen. Aber ich finde, so ist in Ordnung. Riecht auch sehr gut, muss ich sagen. Also, das war das erste. Also, so welche Anleitung, die sieht ja jetzt nicht so toll. Da ist ein Haar auf der Kamera. Aber besser als nichts. Dann Medal of Honor Warfighter. Ich hoffe, ihr kennt alles. 100% Uncut ab 18 Jahren. Ein Spieler braucht 1776 MB, Dual-Schub-Vibration 720p und Netzwerk 2 bis 20 Spieler. Audio-Deutsch, Dex-Deutsch und Handbuch Handbuch online verfügbar. Ja, also ist wieder so eine tolle EA-Anleitung dabei, aber das wusste ich. Habe ich mir schon gedacht damals. Ich habe es ja auch im Boxen gesehen beim Jordan Joe und so. Wähle deine internationalen Elite-Soldaten aus. Dominiere mit deinen Fireteam-Bodies abwechslungsreiche Online-Multiplayer-Schlachten. Werde Teil der Global Operation Trier 1 Elite-Einheit in einzelnen Shooter mit authentischen Soldaten und Equipment sowie einer der realen Bedrohungen. Erlebe verbessertes Gameplay mit neuen Animationen, Zerstörung und optimaler Kraft dank Frostbite 2 Engine von Battlefield 3. Ja. Also jetzt am 1., also jetzt heute Mittag, gibt es bei mir, also bei meinen Eltern, halt einen Puten zum Essen mit Klöße und Rotkohl. Und ja, muss man mal gucken wegen Online-Code. Also erstmal, was ich cool finde, ist halt, dass hier ein Inlay-Bild drin ist. Erkennt ihr es? Ich hoffe. Mit den ganzen Soldaten aus den anderen Ländern. Die Disc ist auch schlicht, aber in Ordnung, finde ich. Jetzt wird es ein bisschen dunkel hier. Der tollen EA-Anleitung. Ist dicker geworden, aber warum kein... Ich meine, mir wird es reichen, wenn jetzt hier noch ein Rück- und Vordercover wäre, aber gut. Der Online-Pass ist auf der Rückseite mit Crysis 3 Werbung und... Linkin Park Werbung. Von dem Album. Ja, das war's. An der Anleitung war ich auch kein Dufttest.
ist es für mich nicht wert, das hässliche Ding irgendwie zu beachten. Aber das Spiel wird schon ganz in Ordnung sein. Wobei, ich kriege Sprachfehler, wobei viele es ja sehr schlecht finden. Aber den ersten Teil fanden auch viele schlecht und ich lasse mich einfach mal überzeugen. Und der, vielleicht ist das Singleplayer-Modus ja gut. Ja, dann F1 2012. Das wird hier auch kritisiert. Also mich würde nur einstellen, wenn das nicht dabei ist. Und zwar konnte man bei 2011 zu zweit eine ganze Saison online bestreiten. Und wenn das nicht mehr geht, wäre das schon sehr schade. Man kann jetzt hier nicht mehr einfach, Saisons zusammenstellen. Das wäre jetzt auch nicht so toll, aber damit könnte ich leben. Dann gibt es jetzt einen Champion-Modus. Da kann man halt gegen Vettel, Schumacher, Hamilton antreten. Steht ja auch da. Faszination pur, Tempo, Leidenschaft, Ruhm. Champion-Modus. Tritt gegen die Besten der Besten an. Liefere dir dramatische Rennduelle mit 6 Fahrweltmeistern. Jung Drive Test, absolviere neue Tutorials und sichere dir ein Cockpit der 2012 F Formula 1 One World Grand Prix Championship. Der Young Drive Test, der soll ja unnötig sein. Saison Challenge, kannst du 4 Formula 1 Worldwide Championship gerade einmal in 10 Rennen gewinnen? Dynamische Wetteeinflüsse, passe deine Rennstrategie in die Wetterbedingungen, Änderung der Streckenverhältnisse an. Ja, da, okay, da soll ja auch mitten im Rennen mal Regen geben, was ich cool finde, aber ich habe auch da gelesen, dass es da immer Probleme geben soll. Ich mache jetzt mal einen kurzen Schnitt, weil die Kamera wieder fast voll ist. Die schafft ja irgendwie nur 8 Minuten. So, jetzt geht's weiter und ja, ich bin gespannt, wie es ist. Aber ich glaube, es ist doch schon besser, als es alle sagen so. Also es geht an eine Konsole, 1 bis 2 Spieler, braucht 2125 MB, Dual-Chip-Version 720p, 2 bis 16 Spieler online. Das packen wir jetzt auch mal aus. Vom Cover her finde ich das schön, ist ab 0 Jahren. Wobei ich mir ehrlich nicht vorstellen kann, dass das ein jüngeres Kind spielen kann. So. Es hat eine Anleitung. Also erstmal die Disc, die ist schlicht. Aber sieht schön aus, finde ich. Dann haben wir hier den Passcode. Dann haben wir hier Werbung. Hier von F1 Racing Stars. Das soll ja ganz lustig sein, so eine Art Mario Kart. Schaue ich mir auch mal an. Und dann haben wir hier noch die Anleitung. Ist auch nicht so wirklich was drin. Aber bei Rennspielen finde ich das sowieso jetzt nicht so wichtig. Ist so in Ordnung, wie es ist. Kurz beschrieben, wie es geht. Riecht auch sehr gut, muss ich sagen. Es riecht wirklich sehr gut. Hammer. Ja, das war schon mein Unboxing. Ich bin mal gespannt, wie die Spiele sind. Wie gesagt, was ich da noch kriege, weiß ich gar nicht. Und ich denke, die Spiele werden alle in Ordnung sein, auf ihre gewissen Art und Weise. Also ich denke, ich werde meinen Spaß damit haben. Ich wünsche euch jetzt noch schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt mir treu, ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Ich gehe auch jetzt gleich ins Bett, aber ich mache mal das Video, glaube ich, fertig. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und dann sage ich einfach bis zum nächsten Jahr und dann geht's weiter mit mir. Und den unpacken wir auch dann mal wieder mehr, weil der hat in letzter Zeit echt was nachgelassen. Aber alles im neuen Jahr, wie gehabt, dann mit uns oder mir, je nachdem, wie es dann immer läuft. Ja, dann sage ich jetzt tschö und danke für eure Treue nochmal und wünsche euch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen. Tschüss.